Hallo und herzlich willkommen beim Echolot-Zentrum in Paderborn. Wir haben heute den 24.03.2020, 7.05 Uhr. Und es gibt relativ wenig Problematisches zu berichten, eigentlich gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Im Büro läuft es wirklich sehr gut, obwohl wir räumlich alle getrennt sind voneinander. Die Wege sind ein bisschen länger, das bedeutet also, wenn ich mal eine kurze Rückfrage habe oder ähnliches, müssen die Jungs natürlich im Büro erst nachschauen. Ich sitze ungefähr 12 Kilometer entfernt vom Büro. Unser Ralfi und Hadi, die sitzen jeweils 100 bzw. 400 Kilometer entfernt vom Büro. Und so geht's mit den anderen, die Homeoffice machen, natürlich auch. Ich glaube, dass sehr viele das aber im Moment nachvollziehen können. Ich habe gestern mit vielen gesprochen, die auch Homeoffice machen. Und man gewöhnt sich dran. Also erstaunlicherweise, man gewöhnt sich dran. So, was natürlich jetzt noch interessant sein könnte für euch, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie man Kunden glücklich machen kann. Zum einen, wir haben die kostenfreien Schulungen. Das sind halbstündige Schulungen, es ist uns egal, wo ihr es gekauft habt. Beschäftigt euch einfach mal mit eurem Echolot, das bringt immer was. Heute Abend haben wir auch noch ein paar Plätze frei. Für diejenigen, die mal ein Echolot bei uns gekauft haben in der letzten Woche oder in dieser Woche. Wir haben eine Aktion, die geht bis Mitte April, bis nach Ostern haben wir das eingetragen. Bedeutet also, ihr kauft ein Echolot, was einen Wert über 800 Euro hat. Und wenn ihr vor dem Gerät sitzt, also das ist wirklich die Voraussetzung, dann machen wir so einen Videochat, wie wir es jetzt gerade machen. Also im Prinzip Videokamera bitte aktivieren zu Hause oder eine App runterladen von ClickMeeting. Dann verbinden wir uns mit euch. Ihr könnt einen Wunschtermin aussuchen. Und dann nehmen wir uns 20 Minuten Zeit für euch und besprechen so Kleinigkeiten, Kabel, Stecker und sowas, worauf man achten muss und was wichtig ist. Ist eine schöne Sache, denke ich, weil wir können uns ja nicht physisch sehen. Wir können also nicht sagen, komm vorbei. Und das wird gut funktionieren. Dann eine letzte Sache. Wir haben festgestellt, dass das Callcenter ab und zu falsche Nummern aufschreibt. Das Problem ist, Kunden rufen dann natürlich ein zweites Mal an und wünschen den Rückruf, sagen aber, nein, ich gebe die Nummer nicht nochmal raus, weil die habt ihr ja schon. Nur wenn die Nummer falsch aufgeschrieben ist, dann haben wir die Nummer nicht und wir können nicht zurückrufen. Und den Fall haben wir gestern zum Beispiel einmal gehabt, da hat der Kunde zweimal zurückgerufen und hat gefragt, wann endlich sein Rückruf kommt. Wir können nicht zurückrufen, weil wir keine gültige Nummer haben. Also, Fazit des Morgens um 7.07 Uhr. Alles läuft wie gewohnt. Man gewöhnt sich an das Ganze. Wir sind für euch wie immer problemlos da. Und ich glaube oder ich hoffe, wir machen einen guten Job, weil alle meine Jungs geben gerade richtig Vollgas und sind voll bei der Sache. Dann bis morgen. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao.